30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe YPC-Zuschauer, wir nähern uns mit großen Schritten dem Halbfinale. Doch vorerst müssen wir dafür noch den vierten Angler ermitteln. Herbert Ziereis oder Frédéric Julien? Wer wird der Gegner von Marc Patschowski? Herbert, Markenbotschafter des bayerischen Schuhherstellers Hikes, gewann die Gruppe D vor allem wegen einer bärenstarken zweiten Tageshälfte an Tag 1. Er ging mit mehreren guten Zandern und einem großen Hecht in den zweiten Wettkampftag, an dem er dann mit einem 41er Barsch bereits in den Morgenstunden die Weichen auf Sieg stellen konnte. Frédéric Julien, der für den Angelelektronikvertrieb Navicom antritt, erlebte Hölle und Himmel in der Gruppenphase, und zwar genau in dieser Reihenfolge. Am ersten Tag ging er ohne einen einzigen Fisch ins Bett, doch mit einem großen Polderhecht und mehreren guten Zandern, darunter den YPC-Rekord von 81 cm, gelang ihm eine grandiose Aufholjagd, die für Platz 2 in Gruppe A reichte. Liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer, herzlich willkommen zum Viertelfinale des YPC 2020 zwischen Herbert Ziereis und Frédéric Julien. Ein Rematch, würde ich sagen. Die beiden haben im letzten Jahr schon im Viertelfinale gegeneinander gefischt. Im letzten Jahr hast du gewonnen, vielleicht gewinnst du dieses Jahr. Ich bin gespannt. Du hast als Gruppenerster die Wahl und hast entschieden, dass Frédéric starten darf mit den Spots. Und ich würde sagen, lass uns anfangen. Petri Hall, bon chance, auf geht's. Petri. Wie Dennis bereits gesagt hat, ist es nicht das erste YPC-Aufeinandertreffen der beiden Altmeister. Im letzten Jahr fischten die beiden bereits im Viertelfinale gegeneinander und lieferten sich eine packende Partie mit Traumfischen vom Boot, bei der Herbert am Ende die Nase vorn hatte und ins Halbfinale einzog. Ob Fred den Bayer diesmal vom Ufer aus schlagen kann? Er fängt zumindest den ersten Fisch der Begegnung. Not the right size, but... Go back. We are in the center of Rotterdam, street fishing. First we start in a non-tidal water, so it's inside the old harbor. Because that's exactly what I want. I want those nice perch in the harbor first, and then when the tide will be right in a couple of hours, we will go over type of fish like Zander in the stream. But I need the stream to pick up, and actually the tide is not right. But the perch are there. Herbert, du bist jetzt kein bekannter Streetfischer. Nein. Wie ist es für dich hier in Rotterdam zu fischen? Scheint Fische zu geben. Also Fische haben wir, also ich habe schon 2 Kontakte gehabt, aber das waren wahrscheinlich nur so kleine Barsche. Aber der Fred wird schon wissen, was er macht, und ich bin schon gespannt, was die ganze Idee oder der Trick dabei ist, dort zum Fischen. Aber das denken wir jetzt dann in den nächsten 4 Stunden. We'll be right back.
don't have much bite, so I'm changing from a spin jig, like the jigger, to this scissor comb. So it's more creature bait, and I want to really go deep into the structure. And to fish a little bit slower, I'm boosting with a nitro booster, the squid perfume. I love it, and it has been really helpful in many cases. So I don't want to miss any bite, so I give it a chance immediately. Small fish. Oh. Typische Barschfischerei, Stadtbarschfischerei, wenn ich das so sagen darf, kenne ich auch bloß natürlich von den YouTube-Filmen aus. Ein paar Kontakte habe ich schon gehabt und bis jetzt sind es nur kleine Barsche besetzt. Der Frederik hat vielleicht seinen 20er, 25er, vielleicht einen Wertungsfisch hat er verloren. Ja, das ist ja jetzt gerade mal ein bisschen ein Antesten. Danach gehen wir anscheinend noch zu einem Zanderplatz und ja, schauen wir mal, ob da was geht. So I fail on this spot, lost the perch immediately, and then after we just get nothing, not really contact, only small perch. So yeah, we start to struggle, but next boat, next hope, let's go for Zander. So guys, new spot, let's go fishing Zander now. Eine Banane essen und dann ist gut. Wir sind ja nicht auf dem Boot. Puh, das ist echt eine zähe Nummer bisher. Die beiden haben jetzt noch 27 Minuten Zeit. An den Spots von Frederik lief bisher noch nichts. Ist natürlich auch ziemlich ärgerlich für ihn. Die beiden werfen sich gerade hinter mir wirklich einen Wolf und es geht einfach gar nichts. Der Tag kann eigentlich nur besser werden. Ich bin gespannt, was gleich noch kommt. Puh. 3 Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit heute. Boah, das ist wirklich hart. Also
Fred kann ja wirklich leid tun gerade. 3 Minuten vor dem Ende. Free time. Same place. Two short bite. The third one I get it. And I lost it. Man. He was a really strong fighter. He came around the pole here. I have to drag him out. He was holding fine, and then at the last second, boom, switch off. That's fishing. Gott sei Dank war der nicht hängt. Die haben nämlich auch einen Biss gehabt, aber meine Schnur ist schon so beschädigt gewesen. Da wenn er gescheiter drum gewesen war, das war eh nichts geworden. War wieder ein neues Vorfache. Aber zu der ganzen Strategie von den ganzen Fischen, eigentlich war mir das jetzt gar nicht so unrecht, wenn der Frederik jetzt so einen kleinen Zander gefangen hätte, der jetzt so 50, vielleicht 55 cm gehabt, und er damit morgen nicht bestimmen darf, wo wir fischen. Hört sich zwar jetzt ein bisschen ganz blöd an, aber meine Stellen, wo ich habe, in der Zone A, sind wesentlich besser wie in der Zone, wo wir uns jetzt befinden. Und drum macht mir das ja nichts aus, wenn der Frederik damit so, ja, jetzt nicht unbedingt 100 oder 150 Punkte führt, sondern so mal 50, 60 Punkte voraus, die kann er haben. Wenn ich dafür die Plätze dann vorgebe, also natürlich bloß für die Zeit, aber war natürlich dann auch schon was. Naja, Herbert, noch ist ja eine ganze Halbzeit zu fischen, in der beide Angler die Chance haben, Fische aufs Maßband zu bringen. Mal sehen, was Herbert sich für seine Hälfte überlegt hat. Es ist schon wieder soweit. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Dieses Jahr haben wir erstmalig spezielle Weihnachtsangebote für euch vorbereitet. Und weil Weihnachten das Fest des Schenkens ist, gibt es auch von uns etwas geschenkt. Eine speziell angefertigte, limitierte Weihnachtsbox mit Angelprodukten und Süßigkeiten im Wert von über 100 Euro gibt es bereits ab 79,99 €. Und auch die 4 Gutscheinvarianten bekommt ihr im Hinblick auf Weihnachten ausnahmsweise zum Spezialpreis. Es gibt den 50-Euro-Gutschein für 45 Euro, 100 für 90, 150 für 135 und den 200-Euro-Gutschein bereits für 180 Flocken. Diese Produkte sind garantiert eine große Freude für jeden Raubfischangler. So wird das sicher ein schönes Fest. Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. So really exciting new this year for Berkeley is the Sneak Shad. Sneak Shad is a power bait centered soft bait with a nice paddle tail that moves on the lower speed, so you can really fish this with a very light jig head. Comes in 3 different sizes: the 11 cm, 8 cm and 5 cm. 10 different beautiful catching colors, really lifelike action and a really beautiful shape in the water. So go check them out. Also an der Stelle, das ist eine Autobahnüberfahrt, und zwar ist das Velubemeer. Und da war ich im Training. Im Training haben wir 2 schöne Hechte da gefangen. Und ja, vielleicht steht jetzt nochmal einer da. Auf geht's in Halbzeit 2, Zeit läuft jetzt. Okay, so, yeah, what I can see, it's really a narrow place. So probably what we can expect is to have a fish that will be ambushed around. So let's discover the place. I'm going to
fish a little bit fast around, trying to see the different depth and see what happened. I saw some grass. I'm gonna fish over the grass. Fish? Das sieht doch mal endlich gut aus hier heute, oder nicht? Wahnsinn. Herbert sagt, es ist auf jeden Fall ein großer. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Ein sehr großer Fisch. Nicht bloß ein großer, sondern ein sehr großer. Aber immer den Grenzen. Ich krieg die Krise, es ist doch kein großer. Ja doch, es ist ein sehr großer. Ja, aber ein sehr großer Quergehackter, wollte ich sagen. Eieieiei. Oh nein. Darum habe ich schon gemeint, der ist größer wie, ich habe nämlich vor zwei Tagen einen 96 gefangen, aber dass der wesentlich größer ist wie der, das war klar. Also es sah gerade ziemlich quergehackt aus und damit würde dieser Fisch nicht zählen. Ja. Bitte. Aber Herbert, Fisch ist da. Ja, ja, ich weiß, dass der da ist. Jemand denkt, 1,20 Meter. Measureboard. Leider kein zählender Fisch. Darum war er ja so stark. Also für Herbert ist das natürlich super ärgerlich. Aber ich glaube, für Fred nicht so. It's a game. He probably was interested by the bait and then push it, so that happens sometimes. Are you happy that it was false hooked? Of course. Of course. Das gibt es doch nicht. Untermaßige Fische, Aussteiger direkt vor dem Kescher, jetzt auch noch ein fehlgehakter Fisch. Noch immer keine Punkte auf beiden Seiten. Doch es scheint zumindest Fisch am Platz zu sein. Take a break. Ja, liebe Zuschauer, nach dem quergehakten Hecht jetzt ging es irgendwie nicht mehr richtig gut weiter. Kein Biss bisher. Wir wollen euch natürlich was bieten und wir wollen natürlich auch so viele Fische wie möglich auf die Kamera bekommen, aber leider ist heute irgendwie der Wurm drin. So schlecht lief es bisher noch nicht und wir hoffen, dass wir die erste fischlose Partie überhaupt irgendwie vermeiden können. Im Zweifel müsste ich nämlich eine Münze werfen, wer heute der Gewinner in Anführungszeichen ist und morgen entscheiden darf, wer loslegt. Und ja, hoffen wir mal, dass wir das umgehen können und drücken hier den beiden die Daumen. Vielleicht könnt ihr mal wieder kommentieren, wer von den beiden fängt den ersten Fisch, Fred oder Herbie. 2 Stunden bleiben den Jungs noch, vielleicht wird es in der Dämmerung noch ein bisschen besser. Ich bin gespannt und ich denke, ihr auch. Die Erklärung ist, beim Fischen kann man nicht jeden Tag was fangen. Und wir haben aber jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden. Vielleicht können wir mal noch in der Beißphase. So genau wissen tut man das zwar nie, aber die Hoffnung stirbt am Schluss. I really
I don't really know why we don't have any bite. Yeah, it's a good looking place here. We have a deep channel on the middle. On every side we have a shallow area with grass. And I don't have a clue why they don't bite, but obviously it's a good place because a lot of bait fish or fish are going to pass through this small gate, small narrow place, and it's an ambush for sure. So maybe we just need to wait to have the right time of activity in the day. Maybe they concentrate at certain hours that I don't know about. But we're gonna keep casting. Let's see. Also das Resümee von den 4 Stunden war jetzt so. Ich habe mir den Platz extra ausgesucht und ich habe da trainiert und ich habe gewusst, dass da eigentlich relativ viele Hechte da stehen. Und wenn man Glück hat, fängt man da einen Barsch. Und jetzt haben wir alles ausprobiert, also sieht man da alles, was man hier hängen kann, und hat trotzdem nichts geholfen. Was für Erklärung, wie auch immer, ist halt einmal so beim Angeln. Aber manchmal gibt es eine Strategie, man fährt schnell zu einem Spot zum anderen, aber da ich jetzt in der näheren Umgebung keine anderen guten Plätze nicht weiß, bleibe ich lieber an dem Platz stehen, da wo wir jetzt schon mal, also im Training haben wir schon mal 2 große Hechte gefangen, jetzt haben wir einen Kackel, also es sind Fische da, aber sie wollten halt nicht beißen. Und das war meine Taktik, dass ich an dem Platz einfach ausfische und hoffe, dass irgendwann einmal eine Beißzeit angeht oder die Fische mal anfangen zum Wandern, und dann hätten wir vielleicht dann noch gefangen. So, jetzt haben wir noch von meiner Angelzeit noch, glaube ich, 10 oder 15 Minuten Zeit, und wir geben jetzt auf alle Fälle alles, und wenn wir Glück haben, dann fangen wir noch an. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, had me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Okay, die letzten 7 Minuten laufen jetzt. Man kann den beiden wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht alles gegeben hätten. Hinter mir liegt zum Beispiel gerade die Box von Fred. Shatterbaits, Spinnerbaits, Jigs, Shallow Rigs, alles Mögliche wurde hier reingepfeffert. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es auf den Münzwurf hinauslaufen, um die Stellenwahl für morgen zu bestimmen. Ich hoffe, dass irgendjemand jetzt in diesen 7 Minuten das Ganze noch irgendwie abwenden kann. So leid es mir tut, Herbert, Fred, vorbei. Erster Tag ist vorbei, keine Punkte auf dem Konto. Schlechter kann es gar nicht mehr werden. Also hoffen wir mal auf morgen, dass ihr auch alle mal wieder richtige Action seht. Aber so wie es beim Angeln heute halt ab und zu mal ist, jeder Tag ist kein Fangtag. Woran hat es gelegen? Ich weiß es nicht, aber ich habe bei Herbie hier das gefunden. Vielleicht ist das der Grund, man weiß es nicht. Ja, ja. What a day! All my fault. I got the fish today, lost them. Das wohl Beste an diesem Tag war, dass der Helfer von Herbie, Christian, uns den ganzen Tag hier mit Speis und Trank versorgt hat. Und ich finde, dafür darfst du jetzt auch die Münze werfen, wer morgen die Spotwahl hat. Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl? Okay. Zahl. Herbie, okay. Du darfst morgen die Spotwahl bestimmen, beziehungsweise bestimmen, wer anfängt. Tja, das Gute ist, morgen ist auch noch ein Tag, alles ist noch offen, einer von den beiden kann auch ins Halbfinale ziehen, und Herbert hat uns versprochen, dass es morgen auf jeden Fall knallen wird, richtig knallen wird, und damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren, und ich finde, die beiden haben wirklich hart gekämpft und alles gegeben, und auch das hat ein Like verdient. Wir würden uns freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's. Es war klar, dass es irgendwann so kommen würde. Nun ist es soweit.
Erstmals in der Geschichte des YouTube Predator Cup geht eine Partie punktlos zu Ende. So ist Angeln und so ist auch der YPC gnadenlos ehrlich, auch wenn es manchmal wehtut. Herbert bestimmt morgen zunächst die Spots, allerdings nur, bis er in Führung geht. Sollte es in den ersten 2 Stunden keinen Fisch geben, wechselt das Recht, die Stellen vorzugeben, auf Freds Seite. Eins versprechen wir euch jetzt schon mal. Es wird Fisch auf dem Maßband zu sehen sein. Schau.